Hallo zusammen. In diesem Video wollen wir über Linsen reden. Wir hatten ja bis jetzt viele Spiegel betrachtet, ebene Spiegel oder Parabolspiegel, und dort wurde überall das Licht reflektiert. Jetzt bei den Linsen ist es ja so, dass das Licht durchgeht. Das heißt, da gibt es keine Reflexion, sondern da gibt es Brechung. Die typische Art von Linsen, die wir anschauen wollen, das sind konvexe Linsen. Das wollen wir also auch in diesem Fall machen. Konvexe Linsen nehmen wir hier. Und das können wir uns vorstellen, dass das Ausschnitte von Kugeloberflächen sind. Also so eine konvexe Linse mal von der Seite gesehen, das wäre hier so eine Fläche nach außen gewölbt, deshalb konvex. Und wenn wir das uns räumlich vorstellen würden, wäre das sozusagen ein Ausschnitt einer Kugeloberfläche. Und wenn wir das zu einer Linse zusammenbauen, dann werden wir das oft so machen, dass wir das symmetrisch machen. Das heißt, ich habe hier so eine Mittelebene und die linke Seite der Linse soll da mit der rechten Seite der Linse symmetrisch sein. Das heißt, hier hätte ich mal nochmal genau dieselbe gekrümmte Kugeloberfläche. Tja, versuche ich das mal hier. Also so ungefähr. Soll links und rechts soll es wirklich symmetrisch sein. Ich habe noch eine Symmetrieachse natürlich, das ist meine optische Achse. Das heißt, das ist die hier von links nach rechts durch diese Linse durchläuft. Also auch dazu ist diese Linse symmetrisch. Und jetzt können wir uns schon dran machen, mal zu schauen, was passiert mit einem Lichtstrahl, der hier durchläuft. Hier außen, das soll ganz normal Luft sein und die Linsen, diese Kugelflächen hier, die sind natürlich typischerweise aus Glas gemacht. Und wenn jetzt ein Lichtstrahl parallel zur optischen Achse hier einfällt, solche wollen wir uns mal rausgreifen, so ein Strahl fällt hier ein. Was passiert da mit ihm? Wir können mal hier die Senkrechte auf die Linse einmalen. Das ist die Senkrechte auf diese Linsenoberfläche hier. Und wir gehen vom schnelleren Medium in das langsamere Medium über. Das heißt, wenn wir uns nochmal an unser Autobeispiel erinnern, wenn wir hier also den Lichtstrahl als Auto betrachten mit seinen vier Rädern, und dann müssen wir uns eigentlich nur überlegen, welches Rad kommt als erstes in das langsame Medium hier rein, welches Rad wird als erstes abgebremst. Und das wäre in dem Fall das rechte vordere Rad. Das wird als erstes auf diese Linse treffen, das wird als erstes langsamer werden. Das heißt, das Auto kriegt einen leichten Drall nach rechts. Das würde also in diese Richtung hier gebrochen werden. In diese Richtung würde das gehen. Und dann nochmal eine Brechung. Hier allerdings mit einer anders gekrümmten Fläche. Das würde eine Senkrechte auf die Fläche wäre diese Strecke hier. Und wir gehen jetzt hier vom dichteren ins dünnere Medium. Also auch da nochmal überlegt, mit meinen vier Rädern, welches Rad geht als erstes wieder auf die schnelle Straße? Das linke Vorderrad kommt als erstes auf die schnelle Straße. Das heißt, mein Auto würde nochmal in dieselbe Richtung getrieben, nochmal nach rechts gedreht. Der Strahl würde also hier in diese Richtung weiterlaufen und hier die optische Achse schneiden. Schauen wir uns nochmal andere Strahlen an. Strahlen, die achsennäher verlaufen, die würden auch weniger gebrochen werden, denn hier sind die Krümmungen auch sehr viel kleiner. Also hier in der optischen Achse gibt es eigentlich keine Krümmung mehr. Der Strahl würde hier fast gerade durchlaufen, kann man sagen. Und hier weiter unten, der würde natürlich in der anderen Seite gebrochen werden. Der würde also in diese Richtung laufen. So würde das aussehen. Und wir sehen schon, alle Strahlen, die hier parallel zur optischen Achse einfallen, die vereinigen sich nach der Linse in einen Brennpunkt auf dieser Seite. Nun ist die Linse ja vollkommen symmetrisch. Wir haben hier diese Mittelebene und diese linke und rechte Seite sind ja vertauschbar. Das heißt, dasselbe, was wir hier für Strahlen gemacht haben, die von links eingefallen sind, das können wir auch für Strahlen machen, die von rechts einfallen. Also wenn da ein Strahl von rechts kommt, zum Beispiel könnten wir sagen, ja, hier kommt ein Strahl von rechts durch diesen Brennpunkt durch und der würde achsenparallel werden. Oder wir machen hier einen achsenparallelen Strahl von rechts, der hier reinläuft, der würde also hier wieder nach innen abgelenkt werden und hier nochmal nach innen abgelenkt werden. Der würde dann hier so auslaufen. Das heißt, da hätten wir dann auch einen Brennpunkt. Der erste Brennpunkt, der läge hier und der zweite Brennpunkt, der läge hier und die wären auch symmetrisch zueinander. Das heißt, der Abstand hier von der Mittelebene wäre gleich groß. Also hier ein völlig symmetrisches Bild. Links und rechts sind austauschbar.
Interessant wäre es noch zu betrachten, was für Bilder solche konvexen Linsen denn erzeugen. Dazu machen wir mal eine neue Zeichnung. Ich male nochmal so eine konvexe Linse. Linke Seite, rechte Seite, und die rechte Seite soll wieder ganz symmetrisch sein. Dann habe ich wieder meine Mittelebene hier, soll hier so durchgehen. Und dann werde ich mir das Leben auch leichter machen. Ich werde hier nicht mehr betrachten, dass ein Lichtstrahl ja eigentlich zweimal gebrochen wird, wenn er durch diese Linsen durchläuft. Bei dünnen Linsen brauche ich das eigentlich nicht. Bei dünnen Linsen kann ich einfach annehmen, dass mein Lichtstrahl hier an der Mittelebene gebrochen wird und mit einer Brechung dann hier rausläuft. Das ist vollkommen ausreichend, um mir dann Brennpunkte oder Bildgrößen anschauen zu können. Also für dünne Linsen mache ich diese Näherung, dass das Licht an der Mittelebene hier gebrochen wird und nicht wie in Wirklichkeit zweimal gebrochen wird, nämlich hier links und hier rechts an der Glasoberfläche. Ich male mal wieder die optische Achse ein, die brauche ich ja immer, wenn ich Bilder zeichnen möchte. Dann brauche ich die beiden Brennpunkte, mache ich mal hier den einen Brennpunkt hin und hier den anderen Brennpunkt der Linse, ganz symmetrisch zueinander. Ja, und dann brauchen wir natürlich noch unseren Gegenstand, den stelle ich mal hier ein bisschen außerhalb auf. Auf der optischen Achse soll der stehen und hier der Pfeil zeigt mir wieder an, wo oben ist bei diesem Gegenstand. Von diesem Gegenstand gehen natürlich wieder beliebig viele Lichtstrahlen in beliebig viele Richtungen aus. Ich greife mir entweder den Lichtstrahl aus, der achsenparallel läuft, weil da weiß ich, was mit dem passiert. Der wird nämlich nach der Linse, also wenn er hier an der Hauptebene gebrochen wird, dann wird er hier durch den Brennpunkt durchlaufen. Und dann greife ich mir den anderen Strahl raus, der von hier durch den Brennpunkt durchgeht. Der wird hier auf die Linse treffen. Nach der Brechung in der Linse wird der achsenparallel laufen. Also so wird das weiterlaufen. Ich könnte mir noch einen dritten Strahl ausgreifen, das ist auch noch bequem. Zum Beispiel den, der hier durch die Linsenmitte durchläuft. Denn der würde ohne abgelenkt zu werden hier einfach weiterlaufen. Also hier hätte ich noch diese Möglichkeit, diesen Strahl hier zu nehmen. Der würde sagen, ohne jede Ablenkung hier weiterlaufen. Und ihr seht schon, die treffen sich, die ganzen Strahlen, die hier von der Spitze, von dem oberen Teil des Gegenstandes aussehen, die treffen sich hier. Das heißt, mein Bild ist offensichtlich umgedreht. Mein Bild würde dann also so aussehen. Hier unten der Fußteil, der würde hier auf jeden Fall auf der optischen Achse stehen bleiben. Die Strahlen, die von hier ausgehen, gehen ja hier auf der optischen Achse durch, ohne gebrochen zu werden. Das heißt, mein Fußteil bliebe hier. Ich sehe also ein umgedrehtes Bild. Das Bild ist reell, denn tatsächlich vereinigen sich alle Lichtstrahlen, die aus dem Objekt kommen. Die vereinigen sich in diesem Bild. Wenn ich hier einen Schirm aufstellen würde, eine Leinwand aufstellen würde, dann würde ich eine Projektion des Gegenstandes sehen können. Das ist ein reelles, umgedrehtes Bild. Also ein reelles, umgedrehtes Bild. Das ist das, was meine Linse erzeugt. Und genauso wäre das natürlich auf der anderen Seite. Wenn ich meinen Gegenstand hier aufgestellt hätte, dann würde auf der anderen Seite ein reelles und umgedrehtes Bild erzeugt werden. Man kann sich ja vorstellen, dass das hier der Gegenstand ist und dass das Bild, dann sieht man gleich, dass das Ganze 100% symmetrisch wäre. Ja, das nur als Einführung und etwas genauer mit den Bildgrößen und den Abständen und verschiedenen Linsenformen werden wir uns dann in den nächsten Videos beschäftigen.